Wenn ich du wäre, würde ich meinen Club löschen. Was? Du weißt schon, Fitti. Fitti, du jetzt mal Real Talk. Du weißt schon, mein Club ist aktuell Platz 3 in Deutschland. Ich weiß, Bro. Und du willst jetzt, dass ich ihn lösche. Ich weiß, Bro. Und gerade deswegen ist das so absolut krank. Oh mein Gott. Okay, ey, ich zieh jetzt durch. Ich mach's. Was geht, Bros? Ich bin's wieder, euer Brawl Bro, und willkommen zu einem neuen Video von mir, Freunde. Heute habe ich ein richtig geiles Video für euch, denn ihr seht es, Fitti ist auch am Start und seine Facecam ist ja auch eingeblendet, Leute. Was geht zum ersten Mal, Alter, das war vorher noch nie. Fitti, was geht ab, Bro? Wir sind hier am Start, heute mit Webcam, dies, das, alles nice. Wir spielen heute, wenn ich du wäre. Mhm. Wir haben auch ein Video auf Fittis Kanal gedreht, also checkt das Fittis Video auf jeden Fall auch nach diesem Video ab, Leute, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Und das Video hier wird auch richtig geil werden. Yes, Bro. Also gebt auf jeden Fall direkt einen Daumen nach oben, ihr wisst Bescheid, und abonniert meinen Kanal und auch Fittis Kanal, ihr wisst Bescheid. Und so, Fitti, also, falls ihr nicht wisst, was Wenn ich du wäre ist, das ist eine Challenge. Wir beide werden uns gegenseitig Wenn ich du wäre Aufgaben stellen, die man abwechselnd, die man machen muss, Leute. Ja. Also, es gibt keine Grenzen. So, Fitti, wer will anfangen? Ich würde sagen, also wenn du ein guter Gastgeber bist, würde ich anfangen. Ja, okay, ich verstehe schon, Ich bin natürlich der beste Gastgeber, Leute. Deswegen, Fitti, hast du die Ehre und darfst anfangen. So, wenn ich die Ehre habe, entscheide ich erstmal den Brawler, okay? Weil wir zocken jetzt auf Ehrenbrudi-Basis einfach mal entspannt Duo-Showdown. Und ich wähle jetzt erstmal einen richtig guten Brawler für dich, okay? Also du musst mir vorher als Tipp geben, wer ist eigentlich denn dein schlechtester Brawler? Mit wem spielst du am wenigsten? Am wenigsten spiele ich, das siehst du, glaube ich, auch an den Rang mit Max. Also mit Max spiele ich wirklich am wenigsten. Okay, Bro, dann würde ich sagen, du musst Max nehmen. Okay. Okay, Fitti. Okay. Okay, wenn ich du wäre, ja. Dann würde ich, suche gerade einen Brawler für dich aus, komm, wir nehmen Mr. P. Mr. P? Ist auch aktuell dein schlechtester gerade. Okay, Bro, lass uns reinstarten. So, wir starten rein, drück bereit, Digga. Let's go. So, jetzt fange ich ja wieder an. Ingame wird jetzt auch richtig crazy werden. Ingame wird richtig schwierig werden, okay, Bro? Weil wir werden natürlich gucken, okay, also wenn ich du wäre... Wenn ich du wäre, würde ich keine Kisten nehmen, sondern nur ich nehme Kisten. Okay. Das Gute ist halt, dass wir beide die Powercubes bekommen. Aber ich werde extra wenige Kisten nehmen, Bro. Also so auf dem Motto. Ach so. Ja, es wird schon schwierig werden. Wir haben keine beide nicht so krasse Brawler, Bro. Deswegen. Okay. Fitti, wenn ich du wäre, würde ich mich erstmal jetzt richtig lange drehen und versuchen, mit denen zu teamen. Okay, ach so. Also, natürlich nicht im Busch. Okay. Wir drehen uns. Egal, auch selbst wenn die mich anhitten. Nein, du sollst schon ruhig ausweichen, aber du sollst halt nicht permanent bei denen drehen. Aber du sollst halt schon ausweichen. Okay, so. Bro, okay. Ich dreh mich. Oha, du holst die ja alle. Was ist da los, Digga? Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, was? Wir sind schon im Showdown? Ist es schon Showdown? Was? Okay. Okay. Ich bin dran. Wenn ich du wäre, würde ich... Ach du Scheiße, Leute. Mein Internet ist gerade ein bisschen lost. Was ist da gerade bitte los? Oh mein Gott. Wenn ich du wäre, würde ich den... Oh mein Gott. Würde ich den Energy... Ach so, du kriegst ihn sowieso nicht, Bro. Alles gut. Alles gut. Ich bin schon raus, Bro. Ach so. Okay. Okay, jetzt bin ich wieder zurück, Bro. Oh so, wenn ich du wäre, würde ich jetzt einfach ins Aus gehen. Einfach ins Aus, Bro. Oh Mann, Digga. Keine Chance, Bro. Keine Chance. Aber ich meine, wir hätten so oder so nichts gerissen. Aber das Ding war eh safe verloren. Das war sowieso absolut lost, Bro. Da hätten wir nichts machen können. Aber egal, wir haben plus 7 plus gemacht, dafür, Digga, dass ich dachte, ich werde jetzt safe unter 500 kommen, ziemlich gut. Ja, stimmt, Digga, auf jeden Fall. Und Leute, denkt dran, der Crowbro-Merch kommt am 3.3. um 14.15 Uhr, Leute. Ihr müsst auf jeden Fall bereit sein, den zu... koppen, Leute. Also, dazu kriegt ihr auf jeden Fall noch eine Autogrammkarte von mir unterschrieben. Also macht euch bereit, Leute. Ihr wisst Bescheid. Okay, Bro, du bist jetzt dran. Okay, Fitti. Ich bin dran, ne? Yes. Okay, Fitti. Ich würde sagen,
Wenn ich du wäre, würde ich erstmal irgendwie, ich weiß auch nicht, Digga, nimm mal erstmal einen anderen Brawler. Okay. Nimm mal deinen stärksten jetzt, B. Okay, dann nehme ich fast 700 Trophäen. Okay, ach du Scheiße, ich weiß, worauf das hinausgeht. Du willst irgendwie die Trophäen runterpushen, okay. Wenn ich du wäre, Bro, jetzt geht es mir gar nicht um die Brawler, sondern wir gehen jetzt mal ein bisschen was Fieses und so. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt einfach mal irgendjemanden, der gerade bei dir online ist, in einem Club oder sowas, einfach mal einladen. Am besten. Okay, wir müssen erstmal Duo Showdown ändern. Ja, warte, wir machen. Mach mal Brawl Ball. Machen wir beispielsweise Brawl Ball. So. Okay, irgendjemanden hast du gesagt? Einfach irgendjemanden, random. Komplett random. Okay, Bro. ich mach einfach mal den hier, Brawl TV. Der hat 21.000 Trophäen, Digga. Was? Ach du Scheiße. Das ist der Beste aus meinem Club. Was? Okay, umso krasser, Bro. Jetzt gehst du mal erstmal in den Chat, Bro. Geh in den Chat, Bro. Mach doch jetzt nicht so, riesen, Bro. Mann. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt schreibst du mal was richtig Peinliches, Digga. Sowas wie... Oh, sowas nein. Wie... hey, was geht ab, Bro? Okay, warte, ich schreib erstmal, was geht ab, Bro? Okay, er schreibt auch schon mal, hi, was geht? So, und jetzt schreibst du... Bin gerade auf der Toilette und hab Dünnschiss. Oh, shit, Bro. Ja, mach doch jetzt nicht so, Alter. Das ist ja übertrieben peinlich. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Leute, lasst jetzt auf ihrem Brudi Basenmann einen Daumen nach oben dafür dieses heftige Format, Leute. Safe, Alter. Ich schwöre, dass ich das gerade schreiben muss. Bin gerade auf Toilette. Ach, Tupas, genau. Toilette und... habe Dünnschiss. Ach du Scheiße, Digga. Wir machen mal lieber ein Sternchen, anstatt dass das Wort da steht. Man weiß ja nie. Bin gerade auf Toilette und habe Dünnschiss. Oh mein Gott, Bro. Komm mal, ich schreibe jetzt auch noch was dazu. Was? Er macht die. Oh shit. Guck mal, Brawl TV wird sich jetzt erstmal denken, was ist hier gerade los? Er schreibt. Okay, alles klar, Digga. Alles klar, Bro. Jetzt spielen wir erstmal eine Runde mit ihm Brawl Ball zusammen, okay? Darf ich jetzt. Oh mein Gott. Okay, warte, Fitti. Ja. Oh mein Gott, Digga. Wenn ich du wäre, würde ich schreiben jetzt. Ich auch. Spaß, ich auch. Nein. Lol. Ach, stimmt. Du bist ja dran. Scheiße. Ja, deswegen. Was? Schreib mal rein, Digga. Schreib Spaß, Bro. Ich auch. Spaß, Bro, ich auch. Oh mein Gott. Okay. Er wird nice, safe, Digga, denken, es ist so, ein wollen Video. Wir jetzt? Okay, hä? Er wird safe denken, irgendwas ist da faul. Irgendwas. Ja, safe, Digga, also. Er muss irgendwas denken. Okay, so. Wollen wir mit ihm eine Runde spielen? Ja, Fitti. Du bist dran. Okay. Wollen wir... lass uns... Okay, wir machen jetzt so. Lass uns eine Runde spielen mit ihm zusammen, ne? Also es ist jetzt kein Wenn-ich-du-wäre. Einfach eine Runde Brawl Ball. Komm, let's go. Let's go, Bro. Klick einfach auf bereit. Okay. Klick einfach auf bereit, Bro. Ich hab... Okay. So, wenn ich du wäre, würde ich jetzt den Ball nehmen und direkt mal auf ihren Brudi Basenmann ein Eigentor machen. Was? Mach ein... Nein! Nein, Digga! Mach einfach mal auf irgendwo die Basis mal direkt ein Eigentor. Ich hoffe, du kriegst den Ball direkt. Aber sobald du den Ball hast, machst du ein Eigentor, okay? Ey, mach doch jetzt nicht so. Es laggt bei mir einfach. Bei mir laggt es auch gerade ein bisschen. Was? Nein, nein. Die haben auch so einfach ein Tor gemacht. Jetzt rush direkt rein. Wir kommen nicht mehr dazu. Rush direkt rein. Warte, ich werf dir den Ball zu. Nein, nein, nein. Okay, er hat ihn sogar noch gerettet, Digga. Ich schaff's nicht mal. Guck mal, ich rette dich jetzt, damit ich... Oh nein, scheiße. Nein. Das war aber ein ziemlich harter... Boah, das war ein anders harter Lose, Digga. Das war ein bisschen peinlich. Aber... Brawl TV, guck mal, seine Niete hat 750 mit Trophäen, Bro. Der denkt sich, ach, Digga, er denkt sich jetzt auch, was hast du gerade gemacht, Digga? Vor allem, er nimmt noch Niete 740 Trophäen, aber okay, er hat alle so hoch. Ja, okay, das stimmt. Trotzdem. Okay, Bro, wir kicken ihn jetzt raus. Lass uns mal erstmal schreiben, muss los, viel Spaß. Ne? Auf Ehrenbody-Basis, ne? Okay. Wir kicken ihn... Warte, aber jetzt bin ich dran, Digga. Jetzt bin ich dran. Muss los, viel Spaß. Muss los, viel Spaß. Okay. Nein, nein, wir machen nicht muss los, viel Spaß. Nein! Ich lade dich wieder ein. Komm rein, ich muss jetzt noch mal kurz. Achso, ich bin auf... Nein, ja, Digga. Okay, so, jetzt. Ich will jetzt kurz noch einmal, jetzt reicht's mir.
Okay. Also, Fitti. Ja. Oder? Nee, Digga, ich kann das Brody TV nicht antun. Der Arme, er hat damit nichts zu tun, er wird einfach verlieren. Lass mal ehrlich kurz rausgehen. Der Arme. Das hat er nicht verdient, Digga. Also wolltest du das gleiche er kann nichts dafür. Bei mir? Dass wir extra verlieren oder sowas? Ja, wir gucken. Komm erst, du hast bitte nicht stören, komm erst mal raus. So, schick, Bro. Also, kann ich schicken? Du kannst. Okay, so, ich hab die geschickt. Let's go, so. Okay, Fitti. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt erstmal ganz kurz wieder einen anderen Brawler nehmen. Ich sag jetzt, wir spielen wieder gleich Duo Showdown. Das heißt Daryl. Nimm mal Daryl. Okay. Bro, du versemmelst hier die ganze Zeit, denn wenn ich du wäre, mit irgendwelchen Brawlern. Ja, okay, aber ich wollte jetzt, ich dachte, wir einmal gewinnen wir so. Ja, gut, Bro. Okay, aber okay, du bist dran. Du bist jetzt dran. Weil, was jetzt? Digi, ich bin ehrlich zu dir, ich bin nicht so nett, ne? Mir geht's jetzt nicht um Brawler oder sonst was. Jetzt kommt nämlich absolute Königsdisziplin, Bro. Das ist das Heftigste, nein, wenn ich du wäre. Leute, jetzt für den Spruch, den ich jetzt rausdroppe, Leute, müsst ihr einfach alle jetzt ein Like da lassen. Und zwar, wenn ich du wäre, würde ich meinen Club löschen. Was? Übertreib doch nicht, du, Digga. Du hast es gehört, Bro. Du hast es gehört. Digga. Du weißt schon, Fitti. Fitti, du jetzt mal Real Talk. Du weißt schon, mein Club ist aktuell Platz 3 in Deutschland. Ich weiß, Bro. Und du willst jetzt, dass ich ihn lösche. Ich weiß, Bro. Und gerade deswegen als ist ob, das Digga, so absolut krank. Oh mein Gott. Okay, ey, ich zieh jetzt durch. Ich mach's. Was? Aber echt jetzt? Ich mach's jetzt, Digga. Ich lösche jetzt meinen Club, Mann. Ich mein's ernst. Okay, oha. Du ziehst jetzt wirklich aber durch? Ach du Scheiße. Aber Fitti, wir machen das jetzt so. Du hast ja gesagt, ja, das ist jetzt Payback, Digga. Das hast du auch mal wieder vergessen. Du hast nicht gesagt, welchen Club. Du hast nicht gesagt, welchen Club. Bro. Und ich habe ja mehrere Clubs. Ach, die Kacke. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal kurz in einen anderen Account rein. Was? Warte mal ganz kurz. Und zwar bin ich jetzt hier in meinem Baby-Bro-Account drin. Da war ich auch jetzt ab und zu länger schon nicht mehr drin. Okay. Was habe ich gerade im Shop? 70 Mark. Da holen wir auch ganz kurz ab. So auf Just for Fun. Okay. Mäßig. Und zwar werden wir jetzt, warte, ich weiß gerade nicht, ich überlege gerade, kann man seinen Club wirklich löschen? Kannst du, Bro. Oder kann man? Ich glaube, du kannst ihn verlassen, soweit ich weiß. Verlassen, das weiß ich natürlich auch, aber es geht dann wirklich darum, um den zu löschen. Ah, shit, Bro. Weil, okay, Digga, aber das tut mir jetzt echt leid für die Leute, die jetzt hier drin sind. Fitti, was hast du gemacht, Digga? Und das Ding ist, ich habe keinen anderen Brawlers das Club, nein. Alter. Das tut mir mega leid nein. für die Leute. Okay, Bro. Oh mein Gott, Leute, wenn ich dafür, dass ich jetzt wirklich durchziehe, gebt alle einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ich schwöre auf alles, das ist jetzt crazy. Ich verlasse jetzt wirklich meinen Club und verschenke den, oha, so gesehen, tschüss, Bro, an irgendjemanden aus meinem Club, ja, der den danach übernimmt. Ja, mach jemanden zum Vize, ich glaube, und wenn du dann rausgehst, wird er automatisch dein Clubinhaber, oder? Ja, das stimmt. Machen wir. Nimm's, aber warte, Bro. Achso, kann ich noch was sagen, Bro? Oder ist das, oder suchst du da jemanden? Ja, kannst du sagen. Okay, Bro, sagen, dann nimmst du bitte den, wenn ich du wäre, den, der am inaktivsten war. Nein, das ist zu hart. Nein. Das, ich dachte, jetzt kommt irgendwas Cooles so, der meisten Powerplay-Punkte hat, das was Sinn macht. Nein. Aber da du ja eh nicht dran bist und ich ja eh aus okay, Bro, Ehre, okay, nochmal, wenn ich dann, du wieder überlassen was, wollte, dann nehme ich was, mal, gut, nehme ich was Gutes, okay, Bro? Ich nehme das zurück, weil ich okay, will nicht mach. So einer sein. Dann nimmst du einen, der halt wirklich am meisten Trophäen hat, okay? Am meisten ja, Trophäen? Am meisten Trophäen. Okay, coole Kacke heißt der. Let's go, nicer Name. So, wir müssen ihn zum Vize machen. Zack, befördern. Okay. Dann befördern. Warte mal ganz kurz, wie viele Trophäen hat dein Club? Gesamttrophäen. Gesamttrophäen, Digga, 1,135 Millionen. Ach du Scheiße. Ja, Mann, der ist Platz 200 in Deutschland. No way. Oh mein Gott, okay, das ist krass. 100 von 100? Oh, ja, 100 von 100. Full. Okay, ich habe ihn zum Vize gemacht, okay, Digga. Jetzt verlassen. Und ich verlasse ihn jetzt, Alter. Leute, ich tue es jetzt einfach. Oh mein Gott. Club verlassen. Oh mein Gott, was? Hast du jetzt gemacht? Ich hab's getan, Fitti. Ich hab's getan. Leute, und es wird immer krasser und krasser. Das ist erst der Anfang von Wenn ich du wäre. Ich weiß nicht, was für crazy Sachen wir noch durchziehen werden.
Ich sag dir, dass das wird Rache geben. Aber eigentlich habe ich auch schon gut Rache verteilt in deinem Video, stimmt, Leute. Bro. Denn das sollt ihr jetzt am besten abchecken. Link in der Beschreibung. Ja. Let's see. Und wir öffnen jetzt noch zum Abschluss eine Gratisbox hier. Warte. Zack. Und? Und nichts gezogen. Nice. Und ich würde sagen, an der Stelle beenden wir das Video. Fitty Bro, war ein nices Video auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, Digga. Ich habe wirklich durchgezogen. Let's go. Du auch bei deinem Video, Alter. Okay. Also, Fitty, mach's gut, Bro. Danke, Freunde. Wir sehen uns. War Killer-Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und Peace. Ciao.